So, jetzt, mir wird das jetzt allerdings zu doof. Ich werde mich ja hier mal mit Aaron, Aaron gegen Kimari auswechseln. Ja, Spiro. Okay, Aaron braucht die Mana sowieso nicht. Yuna will sie ja nicht brauchen. Aber egal. Ich bin gespannt, ob er ihr alle 377 abzieht. Ja, offenbar schon. So, Kimari wird kurz mal Haska zaubern. Dann sollte das etwas schneller gehen hier. So, ganz normal angreifen. Damit Yuna noch. Oh, habe ich jetzt natürlich keine. Ah, egal. Nehmen wir den Elixier. Sowieso egal momentan. Das ist nicht der letzte Kampf. Und Reflekt drauf. So, und das war's auch schon mit unserem tollen Yu Yevon. Ja, er verwendet nochmal Ultima, aber wie gesagt, mit dem Schutzengel-Status ist das alles halb so wild. Ja, sogar 9000 Schaden an jeden. Nicht schlecht, hat er gut gemacht. Da schenke ich mir noch glatt 9T ein. Während wir warten, dass unsere Streiter wieder belebt werden. Es wird übrigens eine ganz schön lange Folge. Dadurch, dass ich die beste Aussicht rausgeschnitten habe, bin ich schon bei einer Dreiviertelstunde. Das wird anstrengend. Das Ganze zu rendern und hochzuladen. Da darf ich jetzt auch wieder mal drankommen. Danke, sehr gut. Und einfach weiter mit, was ist Reflekt und so. Ah, er hat Reflekt drauf, sehr gut. Dann werden wir hier kurz mal gar nichts machen. Das erste Mal, wie ich hier gestanden bin und das ausprobieren wollte, hatte ich wirklich Probleme, den Typen zu besiegen, deswegen, weil ich nicht nur keine Waffe hatte, die Zombie-Schlag oder Zombie-Attacke hatte, sondern der Typ hat mir auch so viel Mana über die Zeit dann abgezogen, dass ich schon nicht mehr wusste, woher ich Mana nehmen sollte. Bis ich dann endlich drauf gekommen bin, dass ich das Ganze mit Reflekt lösen kann, hatte ich schon sehr wenig Mana und es ist dann knapp ausgegangen mit einigen Elixieren und meinen letzten Ethern, dass ich so viel Mana hatte, dass ich ihm oft genug Reflekt draufzaubern konnte, dass er nicht stirbt. Dabei hat der kleine Scheiß dann nur 80.000 AP, also sollte eh nicht mehr allzu lange aushalten. So. Wo ist das mit Reflekt? So. Reflekt drauf. Angriff mit Tidus. Wobei das vielleicht sogar eine schlechte Reihenfolge ist, weil da werden ja wir ja geheilt, statt dass er Schaden bekommt. Aber egal. Er sollte nicht mehr allzu lange durchhalten können. Wir sind wieder voll. Nehmen wir Auron jetzt und hauen auf ihn drauf, weil er kann sich ja sowieso nicht heilen momentan. Oh! Und das war's schon mit Yu Yevon. Jetzt kommt wieder eine ziemlich lange Story-Sequenz. Und während der ich natürlich wieder still sein werde. Und was ich sonst noch zu Final Fantasy X zu sagen habe, was nachher kommt und wie es mit dem neuen Kanal aussieht, das alles sehen wir dann in den Credits von Final Fantasy X, die hoffentlich bald über euren Bildschirm flimmern sollten. Ich werde mir kurz mal was zu essen holen und meinen Tee trinken und wir sehen uns dann in den Credits.
don't stop. But I... It's all right. It's been long enough.